Mann! Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hey Moonies, hier ist Sailor Moon German und Sailor Moon. Heute stellen wir euch in unserem Review-Video ein ganz besonderes Produkt vor, eine Figur. Und zwar, natürlich erwartet man, dass man so von der einzig wahren Sailor-Kriegerin was vorstellt, aber wir haben uns heute doch eine sehr interessante Sailor-Kriegerin vorgeknüpft, und zwar die Kriegerin für Leidenschaft, für Passion, für Feuer, für so vieles. Natürlich geht es um Sailor Mars und davon gibt es ja einige Figuren, aber wir haben uns für eine ganz bestimmte entschieden, und zwar für die Tamashii Buddies Figur. Genau, um diese hier. Genau, die haben wir dankbarweise von Tamashii Nations zugeschickt bekommen, und diese möchten wir euch jetzt mal vorstellen, was die Besonderheiten sind und warum man sich diese Figur zulegen sollte. Ja, also zuerst einmal erscheint einem so, oh, so eine kleine Figur, etwas unscheinbar, aber dann kriegt man das gleich in dieser Verpackung. Es sieht so edel aus. Ich bin ja immer dafür, immer alles zu zeigen. Also als Sammlerin möchte ich ja noch gar nicht diese Figur auspacken, weil sie auch so schon präsentativ genug ist, meiner Meinung nach, aber es geht noch besser. Genau. Genau. Schauen wir uns mal, was drinnen alles auf uns wartet. Bitteschön. Genau. Also, es ist ja nicht nur so, dass man es aufmacht und dann kommt flupp die Figur raus, sondern es ist sehr schön verpackt in zwei Plastikdingern. Ja, sogar noch zusammengeklebt. Also, da fällt nichts raus. Also, ja. Keine Angst. Das muss ja auch den langen Überfahrt von Japan hierher schaffen, oder? Mhm. Aber es gibt sie auch in Europa. Die europäischen Händler haben sie inzwischen auch parat. Die Verpackung ist ja auch auf Englisch. Tamashii means soul. It's built from creative DNA and powered by passion. Oh, das passt ja zu Sailor Mars. Ja, natürlich. Cool Factor. Fun, Amazement, when you wear Tamashii, you know we've powered our heart and soul into it. Oh, das ist ja wirklich Leidenschaft. We guarantee you'll find something different, something new, something surprising and constantly evolving. Wow, wow. Dass sie das auch zugeben. Ja. So, ich habe hier mal die Figur, die Sailor Mars, Sailor Masu, wie sie sich im Japanischen ausspricht. Sie steht auf einer schönen Base, Steinplatte, und die ist so dran, die kann man nicht entfernen, oder? Doch, natürlich. Ich habe es gerade versucht, ich schaff's nicht. Oder ich habe wieder Angst, dass ich sie kaputt mache. Darf ich mal? Also, ich konnte sie entfernen, aber okay, jetzt hier traue ich mich auch nicht. Ja. Ah, das war bei der Moon so. Okay. Also, ja, was Besondere an der ist, also an Tamashii Buddy, erstens, man kriegt viel Spaß zum kleinen Preis. Allerdings, also der Originalpreis in Japan beträgt so 10 Euro pro Figur. Ja. Aber das muss ja auch erstmal hergeschafft werden. Und dann sind wir schon bei 20 Euro bis 25 Euro pro Figur, je nach Versandart. Und so bieten es auch die deutschen Händler oder die europäischen Händler an. Aber man bekommt auch wirklich einiges für sein Geld geboten. Für 25 Euro bekommt man nicht nur eine puppige Figur, sondern auch ein schönes Display dazu. Die Figur ist dann dadurch schon präsentativ und die Bemalung ist einfach spitze. Ich muss uns jetzt einfach mal unscharf machen und also das ist wirklich der Hammer. Mit allen Details und keine Bemalfehler, keine Farbschmierereien und mal eine andere Pose. Eine Chibi-Style-Pose, also wirklich zuckersüß, die Mars. Ja, man glaubt gar nicht, dass die Mars eigentlich richtig hitzig drauf sein kann. Währenddessen du sie präsentiert hast, habe ich mal den Hintergrund zusammengebastelt, weil das ist auch ein tolles Gimmick bei Tamashii Nations. Es gibt auch einen Hintergrund zu der Figur, damit die natürlich auch präsentabel für die Sammlerfront aussieht. Und zwar gab es ein Bild. Aber wenn ihr denkt, das Bild ist alles, habt ihr euch getäuscht. Denn
Das fand ich auch sehr cool, dieses extra bei Tamashii, bei diesen Buddies, ist, dass man, wenn einem der Hintergrund nicht gefällt, man kann sich einen neuen herzaubern. Wie denn? Einen alternativen Hintergrund bietet Tamashii Nation an auf ihrer Homepage. Da gibt es die Links dazu. Einfach die Hintergründe runterladen, PDF, und dann ausdrucken lassen. Genau. Und dann einfach ersetzen. Oder man hat dann dadurch auch die Größe. Man kann sich eigentlich auch sein eigenes Hintergrund designen. Genau. Und dazu sind hierbei auch so kleine Rahmen. Ich setze mal das Bild wieder ein, damit man es dann auf die Figur. Hast du auch recht richtig rum? Ja. So. Spannende Sache. Wenn er irgendwie versucht, den Rahmen einzurichten. Ich schaff das. Ich bin ein großes Kind. Ein großes Kind vor allem. So. Ja, also man spielt wirklich mit den Sachen. Ich hab's. Dumm. Hast du auch richtig rum reingetan? Ja. Yay, ich. Denn die Maß muss ja der Pfeil nach oben. Ja. Was ein Fan wäre ich denn, wenn ich es nach unten... Ich meine, es ist ja schon verwirrend bei Merkur und bei Venus, die Symbole auseinanderzuhalten, aber bei Mars geht das doch. So. Sehr spannende Geschichte gerade. Ich habe ihn jetzt dran gesteckt und sehr präsentativ. Wenn man dann Sailor Mars im Regal hat, man sieht dann ihr Zeichen und es ist dann sehr schön auch... Genau beim Kopf, dass es dann, wenn es gerade steht, dass man den Pfeil dann schön sieht. Gerade. Und ich bin jetzt mal... Also wirklich wunderschön. Und in der Vitrine macht sie noch viel mehr her. Und das ist immer noch nicht alles. Ja, es sind noch zwei weitere solche Stecker da. Die sind wie hier vorne gedacht, denn... Wenn man weitere solche Tamashii Buddies kauft, kann man die auch kombinieren. Sieht man hier hinten. Man kann die aufeinander stecken. Man kann da echt endlos spielen. Übereinander stapeln. Und von den Tamashii Buddies gibt es ja noch andere Figuren aus anderen Serien, wie zum Beispiel Dragon Ball, muss ich mal sagen. Da kann man die auch dazustellen. Das finde ich echt toll. Das heißt, wir sind alle Freunde. Genau. Also von Sailor Moon selber gibt es ja die Inner Senshis und Sailor Moon. Wir sind gespannt, ob die Outers dann auch erscheinen. Ach, hoffentlich. Hoffentlich. Wird dann auch schön und dann hat man eine kleine Pyramide, die man sich bauen kann oder alle nebeneinander, wie man will. Hintergründe, man kann sich ein Panoramabild ausdrucken, dann verteilen. Es ist sehr viel Kreativität, die einem geboten wird. Also man kann sich wirklich nicht beklagen für dieses bisschen Geld, was man da investiert. Kriegt man wirklich alles geboten und wer... das nicht auseinanderbauen will, hat man immer noch eine wunderschöne Verpackung dabei, die auch diese Figur sehr schön präsentiert. Mhm. Genau. Falls ihr jetzt diese Figur haben möchtet, man kann sie bei vielen gängigen deutschen Shops auch bekommen, wie Figuria zum Beispiel, eBay, Amazon etc. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns doch einfach. Wir helfen euch gerne, denn unser Motto ist ja, im Namen des Mondes informieren wir euch. Von unserer Seite aus Prädikat empfehlenswert, oder? Auf jeden Fall. Also das bisschen, das muss doch jeder drin haben. Und von daher, wir danken Tamashii Nation, dass sie es zum kleinen Preis gelassen haben und dass wir uns das alle... bestimmt irgendwo holen können. Genau. Ihr sucht euch einfach euer Lieblingskriegerin aus, wenn ihr nicht alle holen wollt. Ich habe mich auch für die Mars entschieden. Und man kann noch ein tolles Gimmick machen, einen Tipp noch, indem man einfach diesen Bild entfernt, zum Beispiel etwas Transparentes also dafür hineinbaut und dann dahinter im Licht zum Beispiel, dann leuchtet die Figur wunderschön in der Vitrine. Genau, oder so. Also, der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Genau. In diesem Sinne bedanken wir uns nochmal ganz herzlich und wir sehen uns dann beim nächsten Review-Video später. Also, in dem Sinne, ciao!